Ja, hallo zusammen. Heute würde ich euch gerne was Neues vorstellen. Und zwar ist das, ich mach's kurz, Fluid Film Nass. Ja, was ist Fluid Film Nass? Steht eigentlich drauf. Lösungsmittelfreier, dauerhafter Korrosionsschutz. Nehmen einige Leute angeblich gerne für ihren Unterbodenschutz am Auto, so wie ich jedenfalls gehört habe. Ich habe das ja, als guten Tipp aus dem Netz vom Channel Gunwooden, ich hoffe, ich habe es korrekt ausgesprochen, gekriegt, beziehungsweise in einem seiner Videos gesehen. Mitten so in der 1 Stunde und 5 Minuten kam dieses super geniale Zeug. Also vielen lieben Dank nochmal, mein Lieber, dass du uns diesen Tipp gegeben hast. Ich würde jetzt gerne mal ein ausführliches Tutorial machen, was das Ganze ist und was man damit machen kann. Ihr kennt ja das Thema mit dem Langwaffen rekalibrieren. Die Hülsen müssen ja immer geschmiert werden. Da gibt es ja von Dillon, von Lyman, von RCBS fette Öle. Weiß der Teufel was? Naja, und dann gibt es ja noch diese selbstgemachte, berüchtigte Lanolin-Isopropanol-Mischung, die damals der Widerlader TV auch in einem kleinen Tutorial veröffentlicht hat. Ich meine mich zu erinnern mit einem Verhältnis von 1 zu 8, also sprich ein Anteil Lanolin und 8 Anteile Isopropanol. Und naja, das hat ja viele innerhalb der Widerlader-Gemeinde, sag ich mal, insofern aufgeregt, dass Lanolin gibt es in Deutschland halt überwiegend nur in dieser festen Form. Ja? Nicht diese schöne flüssige, was es in den Staaten zu kaufen gibt. Und ja, das hier ist eine super Alternative, für die ich echt bis dato noch dankbar bin. Denn A, lässt sich das Zeug super verarbeiten. B, kann man es von den Händen deutlich besser abwischen. Und C, es geht auch von den Hülsen deutlich besser ab. Ja? Also könnt ihr einfach mit einem Lappen über die Hülse rübergehen, dann ist das Zeug ab und gut ist. Und es lässt sich auch besser verarbeiten. Und ihr kennt das Phänomen vielleicht, wenn ihr das Isopropanol-Gemisch mit dem Lanolin sozusagen angemischt habt und ihr lasst das einen Tag stehen, dann bildet sich hier unten so eine Art Schlacke und das trennt sich wieder, das Gemisch. Das tut es hier auch, allerdings braucht ihr hier nur einmal zu schütteln und dann ist das Thema wieder gegessen. Beim Lanolin habt ihr da trotzdem immer so ein paar Brocken drin rumschwimmen. Auch ist die Gleiteigenschaft von diesem Mittel deutlich, deutlich besser. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie man das Ganze anmischt und am Ende gebe ich euch mal mein persönliches Fazit. Vielleicht zeige ich auch noch mal, wie das Ganze am besten zu verarbeiten ist. In einem Beutelchen zum Beispiel mit den Hülsen. Viele nehmen ja immer so eine Art Schale, tun die Hülsen rein, sprühen zwei, dreimal drauf. Ich finde, das klirrt immer unheimlich in den Ohren. Ich nehme gerne mal Gefrierbeutel, tue da ein paar Hülsen rein, sprühe da drei, viermal rein und schüttel da zwei, dreimal den Beutel hin und her und dann ist das Thema gegessen. Bis gleich. So, hier bin ich nochmal aus dem Widerladekeller mit ein paar Fireform 3006 Hülsen, die ich in meiner Bergara verschossen habe. So, dann haben wir hier unser Gemisch. Ja, das ist das, was wir vorhin zubereitet haben. Das habe ich jetzt in so eine kleine Flasche abgefüllt. Schüttel zwei, dreimal und gut ist. Und man sieht, da sind auch keine Bröckchen oder sowas drin. Ja, das ist sauberes Zeug. So, dann nehme ich dieses Beutelchen, sprühe hier zwei, dreimal rein. Oder viel. Viel hilft viel, leider gehöre ich zu den Leuten, mea culpa. Sondern nimmt man das Beutelchen. Ich finde das halt besser als die Variante mit der Schüssel, weil dann hat man diesen Lärm um die Ohren in der Schüssel und hier ist es ein geschlossenes System. Wie ein Schalldämpfer.
So, und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Und, jawohl, kann die Kamera das aufnehmen oder nicht? Nee, ich bitte um Verzeihung, man sieht den Film jetzt leider. Ah, doch, man sieht einen kleinen, hauchdünnen Film drauf, ja. Und wenn ich drüber wische, das merke ich sofort. Und das kann man so jetzt auch 1:1 einfach in die Presse jagen. Geht wunderbar, butterweich. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert mit dem Eingerühre. Ihr braucht da halt ein Einwegglas mit einer Gummidichtung am besten, ja. Bloß nicht schütteln, wenn ihr das Zeug warm macht. Also wenn ihr den Topf dann warm gemacht habt, ja, und das Wasser irgendwie so bei 60, 70 Grad ist, ja, dann fangt ihr an zu rühren, zu rühren, zu rühren, zu rühren, nach Gefühl. Es kann auch von mir aus schon leicht blubbern, aber macht dann bloß die Platte aus. Es muss nicht köcheln, ja. Und macht dann nicht den Schwachsinn, wie ich ihn mal gemacht habe. Nehmt den Becher in die Hand bzw. das Einwegglas und schüttelt. Das Isopropanol ist in dem Einwegglas unter Druck und das macht pfff und dann habt ihr den Scheiß im Auge. Glaubt mir, das ist nicht witzig. Deswegen nimmt irgendwie einen Rührbesen, irgendeinen Stab zum Rühren. Das geht super. Habt ihr ja in dem Video gesehen. Ja, Flutfilm nass heißt das Zeug. Ich habe für, was ist das hier, 1 Liter, nicht 1 Kilo, 16 Euro meine ich bezahlt. Die Pulle ist immer noch zum 2/3 in etwa voll. Ich habe die Flasche jetzt, glaube ich, seit, ja, ich weiß nicht, wann er sein Video veröffentlicht hat. Lass es also jetzt 1,5 Jahre her sein, 2 Jahre her sein. Super geiles Zeug. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.